Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir reisen nach Florenz und ich weiß nicht, ob ich zu früh gesprochen habe und der Anfang weggeschnitten wurde. Aber ist ja auch egal. Ich habe nämlich sofort drauf gedrückt und gesprochen, das war mein Fehler. Normalerweise warte ich ja immer so ein paar Sekunden. Da sind wir wieder in Florenz. Mal gucken, ob wir jetzt ein paar Orte finden, wo die Dinger versteckt sind. Das wäre echt cool. Und damit gehen wir zu Leano. Leano, was? Leonardo oder Vinci. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat. Natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Bist du ein Sklave? Ey, Vincenzo! Okay. Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Okay. So, dann gehen wir mal in den Hof. Hier haben wir ein paar Puppen. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Sauber. Okay. Drücken Sie X, um ein erfasstes oder nicht erfasstes Ziel zu eliminieren. Luftattentat, achso. Das hätte ich vorher mal lesen sollen. Dann gehen wir direkt mal hier hoch zu dem hier. Luftattentate sind meine Lieblingsattentate. Ich war ein bisschen schockiert, dass sie in Assassin's Creed 1 noch nicht gab. So, Attentat vom Vorsprung. Tschüss. Ich weiß nicht, warum du geblutet hast, aber egal. Jetzt bin ich wieder hier unten. So, dann gehen wir mal hier hoch. Mein Lieblingsattentat ist dieser hier. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ah, schön. Okay, und wenn wir hier drin sind, können wir auch jemanden reinziehen. Sehr schön. Zu Leonardo zurückkehren. Das machen wir gleich. Wir haben hier erstmal noch einen Turm einzunehmen und... Später können wir zwar auf einmal assassinieren, aber erstmal reicht's nur mit einem. Oh Gott, was ist das denn für ein Dicker? Ich weiß nicht mehr, wie man die Dicken tötet. Ah, der Dicke ist noch hinter mir her. Au, 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 au. Können wir den kontern? Oh, er hat meine Waffe weggeschleudert. Ich habe ihm seine Waffe weggenommen. So, Waffe gewechselt. Wir haben natürlich verschiedene Waffen zur Verfügung. Wir können Waffen kaufen. Aber wir behalten erstmal unser Schwert. Stimmt, das habe ich damals auch sehr gerne gemacht. Waffenlos kämpfen und denen die Waffen abnehmen. Und dann mit deren Waffen kämpfen.
Ich erinnere mich, Freunde, ich erinnere mich. Es ist, als würde ich im Adibus sitzen und mich an ihn erinnern. Apropos, wir waren lange nicht mehr in der Wirklichkeit. Ich bin sicher, ich habe was. Na, wir kaufen noch nichts ein, wir haben kein Geld. Ich hab's geschafft. Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. So, wir haben doch noch ein paar Codex-Seiten, oder hat er sie gleich mit entschlüsselt? Na gut. Ich bin sicher, ich habe was ihr braucht. Worten, Taten folgen lassen. Und das machen die wir doch. Bürger von Pisa haben mal wieder in einer Masse. Wieso die Türken-Typen wieder leben, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. So. Weiß jetzt nicht, was wir bekommen haben. Zweite versteckte Klinge. Oh, wir können 2x Masters in hier. Oh, ich freue mich. Ja, 2x mal. Ja. Ah. Der Wolpe, den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Wieso bin ich kein Italiener? Oh, und hier haben wir auch gleich mal so ein verstecktes Viech noch dazu. Mit der Doppelklinge zwei Feinde gleichzeitig töten, okay. Den soll ich ja nicht töten, mit dem soll ich quatschen, glaube ich, ne? Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Das wollen wir doch gleich mal sehen. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler. Easy. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Yeah. Und hier ist euer Geld. So, ich habe mehr Geld zurückbekommen, als ich verloren habe. Jetzt haben wir aber den Ort verloren, ne? Santa Maria Novella. Da will ich aber nicht hin. So, Datenbank, Orte. Da wollte ich hin. An diesem Ort gibt es eine Glyphe. Als Zentrum der florentinischen Geschäftswelt bediente der Mercato, hast du nicht gesehen, sämtliche Einkaufswünsche der Stadt. Um mit Antonio Pucci, einem florentinischen Dichter des 14. Jahrhunderts, zu sprechen, für jede Krankheit fand sich dort ein Arzt und gab es dort Leinentücher und Flachs und Schweinehändler neben Apotheken. Okay, das sagt mir jetzt eigentlich nichts. War das hier?
Verdammt, ich wurde teleportiert. Ich weiß nicht, wo ich war. Das machst du nie wieder. Das hier der Marktplatz? Ich glaube schon, ne? Was zum... Verdammt! Ich verliere ihn! Leju! Da! Was soll's? Der Briefträger? Ach, der hat den Brief dabei. Komm, Jesus, lasst mich euch mit meiner Erfahrung einkleiden. Was? Hä? Ich hab nicht mal Prozente verloren. Keine Ahnung. War das der Marktplatz? Das war nicht der Ort, ne? Verdammt, ich finde den nie wieder. Wir müssen diesen Gotteslästerer vernichten. Er widerspricht allem, was einem Wo war denn jetzt der Ort? Ach Mann. Werde dir bestimmt kein Geld geben, du Arsch. Was zum Teufel macht der das Poster da hinten? Wer sieht denn sowas? Nichts. Wo war das jetzt? Der Schmied? Schnelle Reisestation, ach, das ist cool. Ja, fuck. Wie soll man so eine Orte wiederfinden? Ah, da ist noch so ein Ding. Sobald wir da in der Nähe sind, hole ich mir das. Ich werde den Ort nie wiederfinden. Naja. Was willst du? Ihr werdet bereuen, geboren zu sein. Komm, wir machen die Quest. Wir werden den Ort schon wiederfinden. Spätestens, wenn wir wieder bei Leonardo sind. Ne? Jungs. Die wechseln einfach nur die Position. Denen ist das scheißegal. Und jetzt guckt er erst, was los ist. Ach, herrlich. Aber natürlich werde ich sofort in den anderen gejagt. Ich nicht. Tschüss. So, hier muss ja irgendwo ein Turm sein, ne? Na egal. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Ja, kein Problem. Okay. Wir sehen uns dort. La Vulpe bei der Santa Maria Novella treffen. Geburtsjahr? Fragezeichen. Ja, danke, dass du ihm schon mal einen Vorsprung gibst. Das hier ist ein Wettrennen. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ja, ich darf noch nicht laufen. Jetzt darf ich laufen. Okay. Geht auf Zeit. Ich laufe einfach mal diesen Weg. Oh, die Musik, Freunde. That music. It's impressive. Da sind wir.
Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Danke dir. So. Autsch. So, Adlerauge wollte ich nicht. Oh, nice. Da fragt man sich doch, wer waren die Architekten von sowas? Ich meine, das muss ja irgendwie erbaut worden sein, das Ganze. Muss doch irgendwie gesehen werden. Oh. Das ist unsere erste Katakombe. Und die sind lustig, Freunde, die sind wirklich lustig. In den Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen. Okay. Hier werden wir natürlich gesucht, hier sind auch andere Leute. Wir sind hier nicht alleine. Da muss ich hoch. Ja. Oder auch nicht. Gut. Gleich verkackt, hä? Muss ich das jetzt verstehen? Okay, ich beginne gleich mal sehr verwirrt. Ich weiß. Ach so, wie wär's mit den Hebeln hier? Ja, kleine Rätsel sind natürlich auch dabei. Das macht alles ein bisschen spannender. Hier gibt's auch Schatztruhen und so weiter und so fort. Da, das ist das erste Rätsel sozusagen. Bis zum Hebel müssen wir kommen. Erinnert ein bisschen an Tomb Raider, an die frühen Teile, ne? Aber ist ein bisschen geschmeidiger, ne? So, hier hoch. Das war easy. Später wird das Ganze natürlich ein bisschen schwerer. Das ist das Erste, was wir hier machen. So. Und hier rüber. Huch. Das war knapp. Wenn wir runterfallen, ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber wir können hier runterspringen. Da öffnet sich die Tür und wir sind nicht alleine. Da sind wir einfach mal ganz glatt durch die Metallstäbe gelaufen. Wie lange müssen wir hier stehen, Saverio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Du wirst Elena, glaube ich, nie wiedersehen, mein Freund. Das ist das Assassin-Zeichen. Okay. Hier geht's ins Wasser, da können wir runterspringen. Ich nehme einfach mal an, wir gehen diesen Weg. Ich frage mich, ob wir am Ende sogar noch die Statue finden von irgendjemandem. Und tschüss. Der schreit auch noch so laut, weißt du, kein Schwein interessiert's. Schneller! Ich sehe! So.
Dann einmal hier rauf und runter. Das ist eine Truhe. Und da ist der nächste Hebel. Ja, Alter, hier hoch. Alter, hier sag ich schon. Ezio. So, da kann man hoch, vermute ich einfach mal. Nur einfach so mit dem Sprung schaffen wir es nicht wahrscheinlich, ne? Da geht's verdammt tief runter. Wenn wir runterfallen sollten. Ja, genau das hatte ich vor, Ezio. Wie kommen wir da jetzt rauf? Das wird nicht reichen. Das reicht im Leben nicht. Ich seh's. Och, komm, Ezio. Ist das dein Ernst? Da wollte ich doch nicht runterspringen. War da irgendwas? Ne, ist eine Fackel. So, und von hier aus sollen wir dahin, ja? So. Und dann wieder. Auf! Und. Und schon öffnet sich die Tür. Merda! Die Tür! Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichter Aufgabe. Ja, schau doch mal nach. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Seht ihr den mit dem Hut? Den mit dem, mit der Feder auf dem Kopf? Es bedeutet so viel, dass er sehr schnell ist. Dass er quasi einer der Renner ist. Er ist der Brenner. Kann ich natürlich nicht anvisieren, ne? Wo ist der hin? Er kommt mir bekannt, aber woher? Schneidet ihm den Weg ab! Wir kriegen ihn, keine... Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Naja. Aber Elena wirst du wiedersehen. Ja. Alles kein Problem. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Ich entkomme nicht, ich laufe jemanden hinterher. Wir werden ihn wahrscheinlich erst am Ende bekommen. Weil der ist recht flink. Und er bricht sehr viele Teile ab, sodass wir es schwerer haben, ihm zu folgen. So, ein bisschen Konzentration brauche ich hierfür. Er wird mich nicht kriegen. Das wollen wir sehen. Ich muss einen Ausweg finden. Fuck. Bevor er mich tötet. Ich glaube, ich bin entkommen. Ich könnte ihn jetzt auch mit dem Wurfmesser platt machen, aber das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen ihn hier einholen, ne? Ich bin schneller. Komm schon. Bin ganz nah dran. Wir werden angegriffen. Wachen! Erwischt. So, kurz vor seinem Ziel. Erwischt zum... Okay. Gut. Wir haben jetzt keine Aufmerksamkeit erregt. Das heißt, wir können sie schleichend töten. Das ist unser Ziel, ja? Wir müssen sie eigentlich nicht töten, aber ich weiß nicht, was in diesem Raum hier ist. Ich töte sie einfach mal. Hallo, Freunde. So, Faust. Komm. Ach, das war zu langsam. Komm schon. Ja. Danke für dein Schwert. Und tschüss. Ich liebe diese Technik, Freunde. Ich liebe es.
Einfach denen alles klauen und dann töten. So, hattet ihr irgendwas Besonderes für mich? Nö. Naja. Gut, Freunde, wir sind am Ziel angekommen. Und somit würde ich sagen, was sich hier unter dieser Tür befindet, das werden wir morgen sehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.